So, Freunde, damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Far Cry Primal. Was summst denn du hier so rum? Hallo. Auch interessant, was mit den Farben hier abgeht. Ziemlich rot ist es geworden. Wir befinden uns in unserem wunderschönen, kleinen, gedeihenden, wachsenden Dörfchen. Und wir haben einige Missionen auf der Karte. Beziehungsweise sie sind tatsächlich auch alle hier gerade. Genau, das ist nochmal die Jägerin. Und hier haben wir ja die zwei Bosse, beziehungsweise Urki, der Denker. Ja, okay, weiß ich nicht, ob wir den so betiteln sollten. Voga, der Handwerker. Aber hatten wir nicht noch diese... Feuerkreische Bollwerk. Da würde ich sagen, gucken wir auch mal, was wir bei diesen Bollwerken machen können. Beziehungsweise, ja, vielleicht sind wir da auch noch zu weak für. Mammuthaut, okay, ja klar. Cool. Ja, verstehe ich. Legitim. Okay, ich glaube, hier können wir gar nichts upgraden im Moment. Aber der Schaman, oh nein, der Schaman hat eine Quest für uns. Das kann gar nicht gut sein. Wir haben aber mit dem Schaman in den letzten Folgen ziemlich viel gemacht. Deswegen stelle ich den leider ein bisschen hinten an. Auch wenn es manchmal ja ganz lustig ist. Was ist aber... Auge um Auge. Okay. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal die Hauptquest hier. Also das ist wieder der Verrückte. Wo war jetzt die Quest? Hier oben. Ah, auch wieder in diesem Mammutgebiet. Aber wir haben ja zum Glück unsere Kleidung abgegradet. Dann gehen wir mal hier kurz hin. Schnellreischen. Ja, die ist auch schnell. hier sind wir wieder in dieser Höhle, stimmt. Okay, die haben wir ja frei gekämpft. Das war ein bisschen, ja, gar nicht mal so ohne. Dann gucken wir doch mal, was der Gute für uns hat. Ey, lass mich hier hoch. Hört ihr das? Ah, das hört sich nicht gut an. Das hört sich an, als würden sich zwei Säbelzahntiger bekämpfen. Und ihr wisst ja, dass die echt nicht ohne sind in dem Spiel. So wie es natürlich auch sein muss. Der Silbstantiger ist ja einfach auch so ein extrem legendäres Tier. Oder können das die Mammuts sein? Die sind ja auch hier in dem Gebiet. Können natürlich einfach beides sein. Hey, hast du was für uns? Salwasadar Takar. Verstanden. Also nicht wirklich. Ja, das sind wirklich die Mammuts, die man da gehört hat. Boah, die machen aber echt... Die machen Musik. Jungs, nein, bitte nicht. Alter, wie viele? 4, 5? Freunde, ich friedlich. Ich nur dumme Mensch. Ich nix böse. Weiß eigentlich jemand, was ist man eigentlich? Es gibt ja verschiedene Evolutionsstufen des Menschen. Es gibt ja den Homo sapiens. Ja, der, sag ich mal, aufrechtgehende Mensch. Nein, eigentlich nicht. Aber ihr wisst schon, die neueste Version vom Menschen ist ja irgendwo der Homo sapiens. Und, was ist das hier eigentlich? Alter! Guckt euch das an! Einfach ein Säbelzahntiger. Als ob der den reißt. Als ob. Nein. Was haben wir hier gerade zu Augen bekommen? Oh was? Hallo? Lass mich in Ruhe. Oh fuck. Säbelzahntiger. Oh, den müssen wir leider einmal angreifen, solange er noch beschäftigt ist. Okay. Egal. Aber krass, als ob... Also wir werden hier Zeuge von... Oh fuck. Wir haben ein Problem. Fuck. Oh, fuck. Nein. Oh. Fuck. Hilfe. Irgendjemand. Nicht cool. Ja, geh weg. Lass mir ein bisschen Zeit zum Heilen. Oh. Jetzt haben wir dich. Oh, das ist ja zäh. Fuck. Ah, das sind zwei.
Ah, nicht gut. Ich will den Mammut mitnehmen. Wir brauchen dessen Haut. Warte mal, Keule. Oh, ist das ein Vieh. Scheiße. Ich höre doch noch einen. Oh, bitte nicht beide. Ja, perfekt. Ja, Freund. Ah, perfekt. Ja. Absolut geil. Oder, ach, Digga. Ey, warum sind die so zäh, die Mistviecher? Ah, ja, perfekt. Und dann noch erstmal vorbeiholzen. Komm. Ja. Geht doch. Junge, Junge, Junge. So, dann nehmen wir mal den Mammut mit. Wo war denn der überhaupt? Okay. Ach ne, jetzt sag nicht, dass er weg ist. So, der war hier. Das ist doch irgendwo hier passiert, oder? Oder hat er sich wieder aufgerappelt? Und ich hab's nicht mitbekommen. Ach, Mann. Ey, das ist doch jetzt blöd. Na gut, hier ist halt... Oh, der will ernsthaft nochmal? Boah. Long shot. Zack. Ja gut, wir haben wenigstens zwei Säbelzahntiger mitgenommen. Aber, ja, der Mammut? Ich sehe hier noch jemanden, aber das ist ja, das ist der Ven, ja. Hm. Ah, gut. Aber, hätte mich jetzt auch gewundert. Vielleicht hat er sich echt einfach wieder aufgerappelt. Aber krass, was man hier alle so zu Gesicht bekommt. Das wusste ich gar nicht, dass es das in dem Spiel gibt. Dass das, so explizit gezeigt wird. Oh, und die Mammuts, die sind hier echt... gut vertreten. Da will ich jetzt auch nicht zu nah dran. Die haben uns ja schon mal gezeigt, dass man sich am besten nicht mit ihnen anlegt. Auch wenn das im Intro alles so einfach aussah mit den Mammuts. Aber gut, da war man auch zu viert und hatte einen krassen Speer. Okay. Dann gehen wir mal zu... Ich habe seinen Namen ehrlich gesagt vergessen. Aber die letzte Mission war ja ziemlich cool mit den Mammuts reiten. Von daher, hoffentlich hat er wieder ein bisschen Fun. Oh, vor allem, wo ist der überhaupt? Wie soll ich da überhaupt hochkommen? Heilige Maria. Höhle der gefrorenen Messer. Ah, nice. Ist hier ein Aufzug? Nein? Ach nee, oder? Da muss man jetzt wahrscheinlich irgendwo... Was ist denn das für ein Mist? Da muss man safe hier oben irgendwo lang. Ach, Freunde. Was ist denn das? Okay, mir wird ja hier so ein Weg angezeigt anscheinend, glaube ich. Oder ist das einfach nur... Ja, das ist glaube ich einfach der Weg, bei dem ich rumlaufe. Ja, toll. Okay, gucken wir mal, ob wir hier hochkommen. Sieht gar nicht so schlecht aus. Oh, was ist das? Ja, perfekt. Egal. Was ist hier? Oh, Wolf. Oh, der ist One-Shot einfach mal. Was hat der hier gerissen? Oh. Ein Spatzen? Ernsthaft? Alright. Na gut. Na, klar, kann man auch jagen als Wolf. Why not? So, Preisfrage. Das Spiel mag mich nicht. Oder ihr ging es hier auch hoch? Ich glaube, hier geht's hoch. Alles gut, alles gut. Das wäre jetzt mal ganz mies, wenn man hier nicht halbwegs hochkommt. Ja, ach, guck mal. So. Also. Müssen wir dich erst finden oder zeigst du dich freiwillig? Auge um Auge. Wo bist du? Ja, da bist du. Oh, fuck. Oh, da bist du doch nicht. Oh, sag doch was. Oh, da hätte man sich hochziehen können. Als ob. Es wurde mir gar nicht angezeigt, als ich unten war. Ah.
Oh, zack, instant. Ach, komm, ich hau mal die dicke Keule raus. Boah. Wo ist denn der? Ah, hier sind aber auch einige. Oh. Na. Na, die halten natürlich auch was aus mit ihren ganzen Rüstungen und allem. Ah, perfekt. Oh Gott, das sind die letzten Pfeile. Aua. Oh, lol. Ja, irgendwie reicht bei denen der Schuss in den Bauch. Ist sogar besser wie ein Headshot eigentlich, wenn die maskiert sind. Aber zum Glück das Ding abgegradet haben. So, und Tasche für Feuerstein fast voll. Ja gut. Da komme ich auf jeden Fall mit dem Kletterhaken hoch. Also wäre anzunehmen. Ah ja, guck mal. Das ist doch entspannt. Das kann man doch machen hier. So, dann gucken wir mal, was wir hier haben. Haben die eigentlich krassen Loot? Tierhaut. Hartholz, ja. Grünblatt. Oh. So, haben wir eine Fackel. Sonst sehe ich hier nichts. Gott, wo zieht uns dieser Karusch eigentlich immer wieder rein? Dieser verrückte Bastard. Oh, perfekt, ich bin wieder aus der Höhle raus. Nice. Warte mal, hier ist doch... Ist hier irgendwas? Nee, oder? Aber wie? Also, hier müsste irgendwo ein Geldsack sein. Oh. Das sieht nicht gut aus. Herr Brashtar. Hi, Mog. Mog. Hi, mi Brashtar. Bal, jaudata, Mog. Mata malsam. Mog, supima, warsta. Uguam, Brashtar. Hai, Kuspa. Misushnu Yaugam. Nai, Karush. Winjati, Mana. Ah, Grünblätter? Okay. Ah, ich brauche aber Hartholz. Oh. Ja, okay. Grünblätter? Haben wir doch. Fuck. Weg. Oh, da waren Grünblätter. Wir müssen hier raus. Alter, die haben auch Speere wie die Meister. Aus dem Weg. Karusch geht aber ziemlich schnell wieder gut. Sag mal, aua, Karusch selbst nochmal einen mitgegeben. Boah, dem geht's aber auch gar nicht gut, dem Kollegen. Boah, ja, ich komme ja auch gar nicht so schnell rum.
Mann, warum sind ja auch alle so zäh hier? Weg mit dir. So, Karush, wo bist du? Bettel doch hier nicht mit den Affen rum. So. Alter. Okay. Den müssen wir einen verpassen. Okay. Okay, Karush kann heilen, das ist gut. Das ist ganz gut. Boah, hier muss man sich aber auch ganz schön durchschnetzeln. Ja, aber die sind jetzt auch echt mittlerweile ganz schön zäh, die Weltmeister hier. Okay. Ja. Na, guck mal hier. 30 Schläge halten die aus. Ich bräuchte auch mal wieder so einen Tier-Companion. Der wäre, glaube ich, jetzt ganz nice. Bei so vielen Gegnern immer. So, komm. Ich glaube, wir haben das Schlimmste hinter uns. Shaja Magshanji. Nuta Taka. Karush Gwaifadahata. Masbrashtar. Shrash. Junge. Hol, Alter. Ey, oh. Mama hat da nichts gesehen. Unter dem Lendenschutz. Machira, Waicha Sujinafmas. Rashta. Einfach nur verrückt, der Typ. Aber er hat seine Rache bekommen. Hoffen wir uns mal, dass er hilft, wenn wir ihn brauchen. Dann Jaima die Jägerin. Da haben wir aber gar keinen Schnellreisepunkt da unten. Ah. Oder gehen wir zu dem Verrückten. Hole Teile des alten Venyan-Totems. Hm, schwer sogar, als ob. Das ist Mittel. Und das hier? Erkunde die abgelegene Höhle. Sehr schwer. Hm. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal zu ihm hier. Folge den Leuchtkäfern, um den Gorus Elch für Jaima zu erledigen. Okay, ja, ein Elch jagen. Okay. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zu dem anderen und machen diese Höhle. Das klang mir jetzt ein bisschen abwechslungsreicher. Wobei, ja, wir waren auch gerade erst in der Höhle. Kann man auch anders argumentieren, keine Frage. Ich guck mal. Ah, hier haben wir doch den langen Bogen. Ich glaube, ich hatte den falschen ausgerüstet. Ich hatte den normalen ausgerüstet. Das war natürlich nicht ganz so smart. Und hier höre ich doch schon wieder was. Oh, hier sind Äffchen. Alter, das sind einige. Da gehe ich nicht hin. Ich hab mich heute schon genug gekloppt mit denen. Das ist tatsächlich auch sehr, sehr, sehr schwierig in dem Spiel, weil die... soll ich da runterspringen? Oh, guck mal, das Stonehenge. YOLO. Ah, cool. Das Spiel hat sogar extra eine Animation für sowas. Das gefällt mir. Ah, hier, das sieht natürlich auch sehr interessant aus. Ist ja echt hier so Stonehenge. Ah, sogar ein Fragezeichen. Tawashi-Kessel. Hm? Interessant. Oh, ich höre eine Schlange. Ah. Aber die kann man ja, glaube ich, ja, mit denen kann man nichts machen. Bisschen schade eigentlich. Oh, oh, hier sind diese krassen Gegner, also dieser Stamm. Und da unten ist ein Braunbär, auch nicht cool. Na gut, haben wir hier eigentlich, hatten wir noch was, oder? Ja, diese Höhle hier. Ja gut, Außenposten ist sogar schwer. Hm. Ja, wir laufen ja eh vorbei. Ich will den aber jetzt auch nicht unnötig angreifen. Wir sind echt nicht mehr so gut ausgerüstet.
Ja, Hartholz, guck mal. Mal gucken. Da müssen wir erstmal ein bisschen was looten. Südahorn. Ist da Hartholz dabei? Okay, ja, super. Dann looten wir hier mal ein bisschen, weil wir brauchen Pfeile. Weil alles andere, die Keulen, selbst die krassen Keulen und alles. Ja, ich finde, die ziehen nicht so. Und ich sehe schon das Dorf. Mal gucken. Da sehen wir auf jeden Fall jemanden. Boah. Als ob. Boah. Guck mal, und das war's schon so. Pfeile leer. Gut, ich habe ein bisschen was. Aber die gehen auch nicht down. Gehen auch einfach mal nicht down. Oh, das war nicht gut, hier anzugreifen. Boah. Oder? Ne, guck mal, die halten zwei von dem langen... Die halten drei davon aus. Hier bin ich aber ganz schnell raus. Freunde der Nacht. Ah, nee. Oh, okay. Ja klar, Headshot ist jetzt gefragt. Aber das, Freunde, müssen wir uns nochmal aufbewahren. Da sind wir noch echt nicht gut genug dafür. Entweder müsste man da absolut die Headshots hitten, wie ein Weltmeister. Oder man hat krasseres Equipment. Obwohl wir eigentlich schon ziemlich gutes Equipment haben. Aber ja, so ist es leider hier. So, dann können wir uns auch erstmal die Hauptmission. Die ist ja hier irgendwo. Oh nein, sie ist auch da oben. Hier war eine Abzweigung. Hier sind auch überall... Oh nein. Ernsthaft? Ein Säbelzahntiger? Ja, es ist halt auch Nacht. Okay, der greift einfach mal... Nashorn an? Was kriege ich denn hier zu Gesicht? Das Spiel hat immer noch eine Überraschung übrig. Ja, moin. Erst Anfang der Folge einfach mal Mammut vs. Säbelzahntiger. Jetzt Säbelzahn irgendwas vs. Nashorn irgendwas. Sieht mir aber... Was ist das? Das ist echt ein Nashorn oder so. Ich dachte erst, hier sind Bären, aber... Interessant. Glaubt ihr, man kann das Vieh bändigen? Wollen wir es ausprobieren? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Kein Risk. Okay. Wir gehen ganz, ganz schnell daran vorbei. Ah, fuck. Ah! Junge, Junge. Die Umwelt will mich echt nicht hier haben. Oh Gott. Ich höre hier ganz... Oh nein. Urki San Patra. San Patra. San Patra. Tapu Buddha Kuala. Tapu Buddha Kuala. Urki Sakui. Urki Sakui Ha Patra Daha. To Urki Patash. To Urki Patash. Urki Sakui Ha Patra Daha. To Urki Patash. To Urki Patash. Gibt es in diesem Spiel auch noch normale Charaktere? Nö. Gibt's einfach nicht. Jage und heute Tiere für Urki. Ja, welche denn? Diese Urzeit-Nashörner, die dich wahrscheinlich mit einem Rempler abstechen? Oder doch lieber diese absoluten Steroid-Säbelzahntiger? Oder wollen wir die zwei hier noch mitnehmen? Einfach mal ein bisschen konkret sein.
unten ist auch ein Lagerfeuer. So. Also, Rabe, Beißfisch, Schildkröte und Schneevogel. Okay. Das sieht natürlich auch krass aus mit den Augen. Sorry. Freunde, Jungs, ich will euch nichts. Lasst mich bitte auch in Ruhe. So, wir haben schon mal einen Jaguar, den müssen wir zwar nicht jagen, aber der hätte jetzt wahrscheinlich eh Ärger gemacht. So, kann ich den einfach hier halten im Wasser? Wo ist er? Oder ist er untergegangen? Ich sehe ihn zumindest auf der Minimap. Ah. Hier stand jetzt Kopf des Beißfisches. Ja, das reicht. Okay. Ist eine interessante Mission. Hatten wir auch noch nicht. Ein Raben. Da ist irgendwas. Keine Ahnung. Wir nehmen es mit. Wer weiß, was es ist. Sah mir jetzt nicht nach einem Raben aus. Schneevogel. Gut, den müssen wir auch mitnehmen. Trifft sich natürlich. Boah, und das haben wir auch noch nicht gesehen. Lila Blatt. Cool. Okay, hier haben wir noch mehr von den Schneevögeln. Na, perfekt. Ein Rabe und eine Schildkröte. Okay. Na gut, Rabe. Wo soll der noch sein? Schildkröte. Okay, Schildkröten sind hier. Ja. Ich glaube, die haben nicht so viel Chance. Hatten wir nicht sogar schon mal ganz am Anfang eine Schildkröte gesehen? Da, bei diesem allerersten Fluss? Oder See? Hier, von denen kriegt man immer die Panzer. Komm, dann nehmen wir noch eine mit. Ich schätze mal, man wird sie eh noch gebrauchen. Wo sind? Okay, dann fehlt jetzt noch der gemeine Rabe. Das fiese Rebchen. Wo ist der? Also, hier sind Fische. Da drüben scheint noch ein Jaguar zu sein. Da fliegt was, das könnte aber auch der Schneevogel sein. Hier ist ein absolut mächtiger Wasserfall, der extrem laut ist. Lauter wie alles andere. Hier will mich was angreifen. Ah, ja, der Beißfisch heißt wohl auch nicht umsonst Beißfisch. Hat, hat seinen Grund. So, aber wo ist das Rebchen? Weil hier, das waren ja Schneevögel. Wo ist der Rabe? Sag jetzt nicht, dass man den in der Luft nur schießen kann. Ja, das sind Schneevögel. Wir gehen mal ans andere Ufer und hoffen, dass uns der Jaguar in Ruhe lässt. Ja, die Beißfische machen schon absoluten Sturmangriff. Nicht gut. So, und hoffen wir mal. Sag mal, was ist mit euch zwei Idioten hier los? Ihr steht hier die ganze Zeit rum wie Falschgeld. So. Ja, jetzt geht doch weg. Hier ist doch nicht euer Dorf. Ich habe gerade euer Dorf gesehen. Freunde, führt mich hier doch... Warum sind auch immer die... Mann, wir sind doch alle Menschen. Warum müssen wir uns immer angreifen? Verdammt nochmal. Noch einer, das gleiche Ziel. Oh, die sind aber... Die sind schwach gegen die Omega-Keule. Okay. Kann man... Schade, ich habe gedacht, das haut das Ding auch runter. Weil ich will nicht immer Pfeile verballern. Okay. Jetzt haben wir immer noch keinen Raben. Da ist ein Rabe. Das ist safe ein Rabe. Ja, das war ein Rabe. Oh, ich Esel. Okay. Da muss man echt vorsichtig sein. Na, perfekt. Ich scheuche alles auf. Aber die scheinen hier zu sein. Nein. Wo kommt ihr her? Sind die ja gespawnt jetzt, um mich zu nerven? Die sind ja doch nicht hingelaufen gerade. Da war ja nichts. Das ist jetzt ein Witz. Ja.
Okay, wir gehen hier noch mal ein bisschen weiter weg. Vielleicht kommt da noch mal ein Rebchen. Ah, ich höre doch was. Da höre ich ihn doch. Ist er das? Was ist das? Ist das ein Stein? Lol, Tapir? Das war aber nicht ich. Oh nein, nein, nein. Warum spawnen die hier die ganze Zeit, die Esel? Nice. Okay. Das wird heute auch nichts mehr mit dem Raben. Die müssen hier echt spawnen. Das ist hier so ein Ding. Guck, da ist er. So, jetzt Ruhe ins Spiel bringen. Bitte. Rabenfedern. Stimmt, sind wir von dem Wasserfall da oben reingesprungen. Cool. Das ist mir in der Nacht gar nicht aufgefallen. Okay, das ist sehr cool. Ja, ist auch, wie soll ich sagen, lebensmüde. Es geht in die Richtung. Dann bringen wir dem mal seine Zutaten. Ich bin gespannt, was der daraus zaubert. Der will ja fliegen. Der will sich jetzt vielleicht à la Da Vinci einen Flugapparat bauen. Urki. Borsta. Borsta, Buddha Kuala, Borsta. Unu Urki Patra Daha. Uha Darsh. Uha Darsh. Darsh Urki Shawi Wa Patash. Dash Urki Shawi Wa Patash. Uha, Uha Darsh. Uha Darsh. Warum habe ich das Gefühl, dass der jetzt drauf geht? Der will jetzt nicht allen Ernstes mit zwei kleinen Federn. Also, der fällt auch nicht ins Wasser. Der ist danach mausetot. Egal, was jetzt passiert. Also, außer er hat jetzt hier in den zwei Sekunden, in denen ich hier rüberlaufe, noch was Krasses gezaubert. Hat er nicht. Oder? Ah, perfekt. Okay. Touché, Ubisoft. Da habt ihr eure Assassin's Creed Anekdote oder Referenz. Touché. Also, ich hoffe mal, dass er überlebt hat. Vielen Dank fürs Zuschauen. War eine interessante Folge mit sehr vielen Säbelzahntigern. Wir sehen uns in der nächsten. Der geht es zu der guten Yema, die Jägerin. Und wir sehen uns dann in einer weiteren Folge oder bei einem anderen Let's Play. Liken, kommentieren natürlich nicht vergessen. Abo und Glocke aktivieren, damit ihr in Zukunft nichts verpasst. Bis dahin. Ciao, ciao.